Die Menschen verbrauchen zu viel. Zu viel Energie, zu viel Rohstoffe, zu viel Natur. Wachstum und Wohlstand gehen auf Kosten der Umwelt, mit unabsehbaren Folgen. Eine Herausforderung auch für die Menschen in der Wissenschaft. Sie haben das Potenzial, die Zukunft entscheidend zu gestalten. In den letzten 150 Jahren haben die im Wesentlichen die Arbeitsproduktivität gesteigert. Eine großartige Geschichte. Und jetzt kommt es darauf an, die Ressourcenproduktivität zu steigern. Das heißt also, mehr Wohlstand aus einer Kilowattstunde oder einem Fass Öl oder so etwas herauszuholen. Und das geht. Dass es geht, das ist seine Überzeugung. Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker, Umweltwissenschaftler, ein Nachhaltigkeitsphilosoph. Er ist überzeugt, der Verbrauch an Ressourcen lässt sich halbieren, der Wohlstand gleichzeitig verdoppeln. Technologische Revolutionen basieren auf Wissenschaft. Das war vor 200 Jahren so und ist heute so. Im Grunde kann man sagen, das, was Max Planck und Einstein Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht haben, ist die Basis für ganz viele technologische Entwicklungen, die dann während des 20. Jahrhunderts Wirklichkeit geworden sind. Und so ähnlich ist jetzt die Frage, was brauchen wir für Wissenschaft, um eine wirklich klima- und umweltverträgliche Wohlstandsentwicklung zu kriegen. 1991 wird Ernst-Ulrich von Weizsäcker Gründungsdirektor des Wuppertal-Instituts. Von hier aus vernetzt er Forschung und Politik. Mit seinem Institut ist er weltweit Schrittmacher in Sachen Verantwortung für heute und morgen. Sein Rat ist gefragt, bei den ganz Großen der Welt. Er macht Wissenschaft und ihre Möglichkeiten transparent. Er überzeugt und er überrascht. Er geht in den Bundestag, setzt entscheidende Akzente in der Umweltpolitik. Zukunft ist Mitmachen, das will er zeigen. Und beeindruckt selbst seinen Onkel, den Staatsmann. Er trägt wirklich dazu bei, dass jeder anfängt zu verstehen, nicht nur wie die größeren Zusammenhänge sind, sondern wie im eigenen Leben, aber darüber hinaus in der ganzen Welt zusammengearbeitet werden kann und muss. Er hat mehr als einen ersten Schritt getan. Seine Visionen verändern die Welt. Er ist überzeugt von der Kraft der Wissenschaft. Er ist überzeugt, dass Zukunft möglich ist. Dass sich Ökonomie, Ökologie und Soziales vereinbaren lassen. Dass das Glück der Menschen nachhaltig ist. Nachhaltigkeit kommt nicht von alleine. Wir müssen Bescheidenheit wieder lernen, also Suffizienz, nicht nur Effizienz. Wenn die Leute Geige spielen oder Skat spielen, können sie wunderbare Glückserlebnisse haben, ohne Ressourcen zu verbrauchen. Der Innovationspreis des Landes Nordrhein-Westfalen in der Kategorie Ehrenpreis geht an Professor Dr. Ernst-Ulrich von Weizsäcker.